Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder American Truck Simulator und ja, ich bin immer noch auf dem Schrottplatz oder ich habe letzte Mal hier was zum Schrottplatz Teile geliefert und ich habe Glück, ich kann von hier aus gleich die nächste Ladung mitnehmen. Wir sehen schon. So, einen großen Radlader können wir weiter transportieren und wir machen weiter mit den DLC Colorado und sind dabei Crossing Colorado zu machen, damit wir hier alles wirklich aus dem FF kennen. So, ich muss noch mal ein Stück vorfahren, irgendwie komme ich noch nicht ganz so mit den guten noch neuen Petersburg so einparktechnisch klar. Auf jeden Fall hat er viel Chrom, schöne Farbe. Ich finde das Teil richtig geil. Und einige von euch auch. So. Passt. Wollte schon sagen, ob das da schleift. Also, wir haben ihn. Wir haben eine schöne Ladung. Gefällt mir gut. Außer dass die Hupe gefällt mir nicht gut. Ich muss das nochmal nachher konfigurieren. So, vorsichtig hier runter. Tieflader. Ich weiß nicht, ob das Ding so heißt, weil es so tief ist zum Laden. Auf jeden Fall verdammt tief hier. So, aber die Straße ist nicht weit weg. Sollten wir gleich mal hier haben. So, wir müssen nach links abbiegen. Jetzt wird es natürlich noch dunkel. Aber was wir schaffen, schaffen wir. Perfekt. So, auf der Straße sind wir auf jeden Fall schon wieder. Frag mich nicht, wo es hingeht. Ich hab's vergessen. Muss ich gerade noch nachschauen. Auf jeden Fall verdammt langer Name für die Stadt. Und hier pumpen sie wirklich Öl. Das scheint, als ob sie hier schwarzes Gold haben. So, lasst uns ein bisschen langsam fahren. Was haben Sie da, Dinosaurier? So, sah auf jeden Fall so aus, als ob ihr da so Plastik-Dinosaurier auf der anderen Seite... Dinosaurier. Auf jeden Fall irgendwo Nationalmuseum von Dinosaurier. Ich habe nicht so schnell geschaut. Nochmal zurückspulen. Ja, geht ja nicht. Ich bin mitten in der Aufnahme.
So, dunkle Wolken ziehen auf und es wird dunkel. Ja, wie soll es anders sein bei mir? Entweder dunkel oder Regen oder beides. Oder müde. Aber ich bin gespannt auf die Landschaft, was uns erwartet. Wir sind ja auf jeden Fall noch nicht hier lang gekommen. Sieht auf jeden Fall vegetationsmäßig sehr dürftig aus. Trocken und öd. So, wir haben ein 18-Gang Fuller Getriebe drin. Nein, weiß nicht. 18 Gänge schon, aber ob das so ein Fuller Getriebe ist, keine Ahnung. Hab da gestern was im Fernsehen aufgeschnappt. Meine Güte. So, was ist denn das hier für Löcher? So, Speed Limit. Okay, 40. Ich würde schon sagen, ich traue mich gar nicht so schnell zu fahren. Mit dem Teil hinten drauf, das wiegt ja ein bisschen. Aber es sieht schnieke aus, das Teil haben sie schön modelliert, den Radlader. So, ich wollte noch gucken mit euch, wie weit es eigentlich ist. 80 Meilen, also nicht allzu weit. Sollten wir eigentlich noch schaffen, bevor wir umkippen. Also muss unbedingt auf meine Geschwindigkeit achten. Diese Tankstellen hier so immer wie so aus einem Horrorfilm. Baustelle, na endlich! Schon gedacht, es kommen gar keine mehr. Ah, es gibt doch Wasser in Colorado. Ist das der Colorado River? Was haben die hier für eine Ampel aufgebaut? Das habe ich auch noch nie gesehen hier. Das gibt's auch bloß in Amerika. Braucht ihr auf der Baustelle noch einen Radlader? Ich hätte gerade einen. Nicht. So, vorsichtig mit dem kleinen Radlader hinten drauf. Habe ich eigentlich Licht an? Hier habe Licht an. Das ist schon alles. Ist ja noch nicht dunkel. Wird noch besser. Oh. Aber der erste kommt auch schon mit Licht entgegen hier. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor es stockfinster ist. Oh, da sieht man schön im Spiegel hinter uns, wie die Sonne untergeht. Und die Straßenlampen sind angegangen. Perfekt. Irgendwie fehlt beim Auto die Räder. Kann das sein? Was gibt... Oh, jetzt sind sie da. Ah, das ist auch wieder so eine tolle Stadt hier so. Oh.
So, sind wir gleich durch hier. Aber ist auch krass, damit hier der ganze Verkehr durch mitten durch den Ort fährt. Aber so haben sie vielleicht auch noch die ein oder andere Möglichkeit, den einen oder anderen was anzudrehen hier. Da hält man vielleicht doch mal an und geht was essen oder so. Ah, eine schöne Harley. Noch eine. So. So, in der Dämmerung sieht es natürlich auch noch ganz schön aus, aber wenn es so richtig stockfinster ist, habe ich es nicht ganz so gern. Da ist noch so eine schöne Atmosphäre hier. Oh, da hat es mal einer nicht geschafft. War wahrscheinlich auch im Dunkeln unterwegs. Sehr cool. Sehr cool. Liegt schon so ein altes Auto unten im Fluss. Happy McDonalds-Werbung hier. Okay, jetzt sieht die Vegetation hier komplett anders aus. Jetzt ist hier alles voll Bäume. Oh, wir sind da. So heißt das hier. Steamboard Springs? Kann das sein? So, was haben wir denn hier alles Schönes im Ort? Autos? Oh, warte mal, ist gerade grün. Ich muss drüber. Sehr geil sieht es aus hier. So gefällt mir das wieder. Bisschen bergig, grün, so wie ich es liebe. So, den Ort haben wir auf jeden Fall. Ja, nur noch schauen, wo wir abladen können. Oh, hinter mir auch so ein schöner Holzlaster. Holzlaster. Ein Holztransporter. Aber das Teil hier finde ich richtig geil mit der Lackierung. Sorry, damit ich es schon wieder sage, aber es ist so. So, komm schon. Grün.
So, ich glaube, allzu weit ist es nicht mehr. Irgendwo da hinten. In der Kurve muss ich abbiegen. Oh mein Gott. Geht denn das da wieder hin? Richtig coole Stadt hier. Es gibt da noch so ein Seilbahn. Okay. Das natürlich auch. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Wo geht denn das da hin? Auf welchem Berg? Da ist eine Baustelle, wahrscheinlich muss das Teil dahin. Das ist genau so. Wie komme ich denn da auf die Baustelle? Puh, kann ich da drüber? Reiße ich mir da was ab? Puh, das ist aber knapp. Oh. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Wie soll ich denn da hin? Wollen die mich komplett veräppeln? So, wir versuchen's. Muss wahrscheinlich ein, zweimal korrigieren. Sag ja, das Beste kommt immer zum Schluss. Park das Ding mal irgendwo ein da. So, genau, gedreht. Haben wir es schon mal. Was ich jetzt natürlich machen kann, aber da komme ich wahrscheinlich. Wir versuchen das wieder rückwärts. Das klappt ja immer sehr schlecht, aber wir versuchen es. So, Konzentration. Ohne dem geht's nicht. Und langsam ist der Trick. Ich muss ihn einfach rechtzeitig da in die richtige Spur drücken können. Sonst bin ich nachher hier außen zu weit.
Schade. Irgendwie. Komme ich da nicht so ganz hin, wie ich hin will. So, jetzt komm schon, das kann ja nicht. Boah, das hier vorne ist es zu eng. Mal gucken. So könnte es was werden. So, dann würde ich mich auch mit diesem Bild hier verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen. Wenn ja, noch ein Däumchen, wäre ich froh, würde ich mich freuen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.